Hi. Okay. Ich muss euch heute eine Geschichte erzählen. Also ich muss gar nichts, aber ich fühle mich so, fast so, als würde ich müssen, weil es mich seit gestern mit so viel Energie und so viel Glückseligkeit und Freude erfüllt, dass ich es teilen muss, dass es überfließen möchte. Aber dafür muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen, damit die ganze Sache für dich, für euch dann auch wirklich Sinn macht, Hand und Fuß hat und ihr versteht, warum es so magisch ist. Und wir müssen jetzt einfach mit den Hintergrundgeräuschen hier klarkommen. Also ich hoffe, ihr hört mich. Ihr könnt gerne auch Bescheid sagen. Aber ich spreche einfach so laut ich kann, damit ich gut zu hören bin. Okay, also ich muss ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, warum es so magisch ist, was da gestern sich eröffnet hat. Und zwar fange ich ganz kurz mit einem kleinen Ausschnitt von einem Gedicht an, aus meinem ersten Gedichtband, nämlich, falls du es noch nicht kennst, Seelensplitter. Weil das habe ich geschrieben, da war ich 19 Jahre alt, dieses Gedicht, also vor 9 Jahren. Und hatte, wie so oft, keine Ahnung, was das eigentlich alles noch bedeuten würde oder was da noch kommen würde. Genau. Und wie das dann mit den Pferden und mit dem, was gestern passiert ist, zusammenhängt, werde ich dir euch dann erklären. Genau, also ein kurzer Ausschnitt aus meinem Gedicht. Lustigerweise heißt das Gedicht nach einer Trennung nach einer Trennung von einem Arschloch, wo ich genau gerade im Trennungsprozess von einer damaligen Beziehung war. Also ich war da ungefähr 19 und ich lese nur bis zu dem Teil, den ich meine. Meine eigene Kraft, positive Flüsse, Freude am Sein, poetische Ergüsse. Von innen heraus strahlen, jeden Moment genießen. Böses verbannen, nur Gutes darf fließen. Ich will das höchste High über alle Wolken gleiten, die Nacht durchtanzen und die wildesten Pferde reiten. Eins werden, mich mit ihnen verbinden, in ihre Seele blicken und mein Schicksal finden. Dem Gefühl vertrauen, mich leiten lassen, die Logik aus, das Herz muss passen. Meinen Weg von Anfang bis zu Ende gehen, zuhören lernen, den Sinn verstehen. Das Gedicht geht dann auch noch weiter, aber darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Also ich sage nochmal ganz kurz die Stelle. Die Nacht durchtanzen und die wildesten Pferde reiten, eins werden, mich mit ihnen verbinden, in ihre Seele blicken und mein Schicksal finden. Okay, und noch ein bisschen Backstory zu mir und zu meinem Bezug zu Pferden. Ich bin aufgewachsen mit Pferden. Meine Mutter war Reitlehrerin. Das heißt, ich war immer um Pferden, also Pferde waren immer um mich, ich war immer in Stallungen. Wir hatten eigene Pferde. Und obwohl ich bis heute zum Beispiel nicht mal den Reiterpass habe, weil wir auch immer umgezogen sind und sich das einfach nicht rentiert hat, und durch den ganzen Stress nicht ausging. Das heißt, obwohl ich nicht einmal sozusagen offiziell den Reiterpass habe, reite ich, seit ich ein Kleinkind bin. Und ich sage nicht, dass ich jetzt besonders gut bei Dressur oder sowas bin. Hat mich auch nie so interessiert. Es war eher immer das Ausreiten und das gemeinsame Schwingen. Aber trotzdem habe ich schon seit meiner frühen Jugend geholfen, Pferde zu bereiten. Also auch Junghengste zuzureiten. Und auch Natural Horsemanship war mir schon sehr früh ein Begriff und das eben mit den Pferden tanzen und sehr viel auf der energetischen Ebene mit dem Pferd zu schwingen, zu arbeiten, Impulse zu setzen. Also da zum Beispiel Begriffe wie Monty Roberts oder Hämpfling. Anyways, das ist so ein bisschen die Backstory. Das heißt, ich habe Pferde eigentlich fast immer in meinem Leben gehabt und wir haben immer eine sehr besondere Beziehung gehabt und haben gespielt miteinander, also dass ich auf der Koppel mit ihnen gelaufen bin.
oder dass ich einfach gekrault habe und die waren so entspannt, dass zum Beispiel auch die Walacher einfach ausgefahren haben, alles losgelassen haben. Das heißt, das war immer schon da und das war mir auch bewusst. Aber wo es magisch wird, ich schaue nochmal ganz kurz, ob die Verbindung passt. Ja. Warum das Ganze jetzt so magisch wird. Ich habe seit vielen Jahren jetzt nicht mehr wirklich oder kaum regelmäßig Pferde in meinem Leben, weil ich einfach einen anderen Weg gegangen bin und da kein Kontakt mehr besteht. Aber dann hat es mich ja vor ein paar Jahren auch durch magische Fügungen zur Tierkommunikation verschlagen. Ich gespürt habe, dass das in mir erwacht oder es mir bewusst wird und es eigentlich eh schon wach war. Aber abgesehen davon und dass ich mal mit einer Freundin mit zum Pferd gefahren bin, war jetzt das Thema Pferde nicht mehr so präsent in meinem Leben. Und jetzt gibt es aber auf Facebook eine Frau, Simone Magdalene Lewis, die eben sehr viel pferdegestütztes Coaching macht und für hochsensible Frauen und Unternehmerinnen der neuen Zeit und Frauen, wo eben diese Gaben und dieser Ruf erwachen, mit ihnen arbeitet und ihre Führungspersönlichkeit entwickelt, mithilfe der Pferde. Und da gibt es auch Videos, wo sie eben mit dem Pferd tanzt und ganz viel auf dieser energetischen Arbeit, die ich auch schon seit meiner Kindheit kenne, schwingt und wirkt. Und gestern habe ich ganz spontan gesehen, dass sie eine Masterclass anbietet, Reichtum durch Pferde. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, oh, das ist ja jetzt, habe es angeklickt und ich habe gerade noch die letzte Viertelstunde miterlebt. Ah, ich weiß, das ist eine lange Vorgeschichte, aber ich komme bald zum Punkt. Die Vorgeschichte ist auch nicht das Spannende, aber es fügt sich dann doch zu einem Bild. Und dann habe ich die Masterclass noch 15 Minuten live erwischt, konnte aber dann den Replay anschauen, die Aufzeichnung. Und mir ist schon lange klar, dass alles hier als Spiegel fungiert. Die Natur, deine Mitmenschen, Tiere, Hunde, Katzen, Vögel, Träume. Überall kannst du in den Spiegel deines Unterbewusstseins blicken. Mehr über dich erfahren, bewusster werden, bewusst und neu ausrichten und entscheiden. Auf jeden Fall wurde in dieser Masterclass wirklich schön erläutert, warum genau die Pferde diese krasse Potenz haben und diese, ja, dass sie es einfach vermögen, dich noch mehr in dein Wohlstandsbewusstsein, in dein Füllebewusstsein zu erheben, weil sie einfach ganz eine krasse Präsenz von dir fordern. Und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich habe die Masterclass genossen, habe es mir angeschaut, lag schon im Bett. Und auf einmal hat mich ein Pferd kontaktiert. Also ihr wisst ja mittlerweile, ich arbeite als Medium, ich bin auch Tierkommunikatorin. Ja, ich nehme viel wahr. Ich habe eine sehr hohe Sensibilität, bin hellsichtig, hellhörig, hellfühlig, hellwissend, sehr hell, was das Ganze angeht, sehr empfänglich. Und auf einmal hat sich telepathisch ein Pferd bei mir gemeldet und mir das Bild gezeigt. Und ich habe einen Moment gebraucht und dann gemerkt, warte mal, ich kenne das Pferd, ich kenne dieses Pferd, das bin ich eine Zeit lang geritten. Und habe dann mein Facebook-Profil durchgescrollt und habe Fotos von dem Pferd gefunden. Und dann dachte ich, oh, wie heißt das? Das war in dem Stall, wo meine Mutter Reitschüler hatte, einfach ein Pferd von einer ihrer Reitschülerinnen und das durfte ich eine Zeit lang reiten. Nicht lange, nicht oft, aber ich hatte ein paar Fotos von ihm und ich dachte, oh, wie heißt das? Oh, ich weiß nicht, plötzlich kam rein Carlos. Ah ja, genau, der Carlos. Ja, kann es bei mir sein. Da ist der Kasper, Leute, der will auch dabei sein. Ja, und dann natürlich, du bist auch. Du bist auch da. Lass mich noch die Geschichte fertig erzählen, okay? Sie wird dir auch gefallen. Ah, okay. Auf jeden Fall kam der Carlos hinein.
in meine Wahrnehmung. Und während ich gerade in den letzten paar Minuten dieser Masterclass bin. Und ich habe ihn gefragt, was ist dein Anliegen? Warum kommst du? Warum kontaktierst du mich? Und er hat mir gesagt, um mir zu helfen, mich in meiner Kraft und in meiner Klarheit zu erden. Und das war so berührend. Und generell seit 2-3 Wochen ist meine Kundalini gerade so am Schieben und da tut sich gerade wieder so viel mit Erhebung des Bewusstseins, Ausdehnung des Bewusstseins, Energiephänomenen, Hitzesymptomatik und so weiter. Aber ich habe dann eine Zeit lang mit ihm meditiert, das heißt, ich war einfach in medialem Kontakt mit ihm, in telepathischem Kontakt mit ihm. Und wir haben gemeinsam diesen Raum gehalten und ich habe sein Anliegen gehört und sozusagen ihn empfangen, seine Hilfe empfangen und war so erstaunt über diese Weisheit, über diese göttliche Führung, darüber, dass eben über Raum und Zeit, über das Quantenfeld ich gerade in dieser Frequenz war, ich gerade offen war für dieses neue Wissen, für dieses alte Wissen, das aktiviert wird, über Wohlstand, über Pferde, über Klarheit, über Kraft, über Präsenz, über Meisterschaft, über Sensibilität und wie all das eben bei der spirituellen Meisterschaft zusammenspielt. Und habe durch diese Masterclass und dann aber eben durch Carlo so ein wertvolles Puzzlestück erhalten und habe dann eine Weile mit ihm in diesem Raum gebadet und wir haben dann auch energetisch miteinander gewirkt. Und die Energie ist einfach so intensiv aufgestiegen in meinem Körper. Da um meinen Kopf herum ist es abgegangen. Und es hat so geschoben und plötzlich war es, als wären Schichten der Illusion, Schichten des Vergessens wieder abgetragen worden. Und ich habe wieder viel klarer erkannt, wer ich bin. Ich habe meine weibliche Energie, meine Essenz, das Kind von früher, was früher schon mit Tieren gesprochen hat, was mit Pferden getanzt ist, auf der Koppel gespielt hat, mit ihnen nachlaufen und fangen. All das war plötzlich wieder da. Ich habe auch danach, als ich aufgestanden bin später nochmal, angefangen, mich wie eine Ballerina zu drehen und zu bewegen. Und auch dieser Teil in mir, die innere Ballerina, und das kam jetzt schon ein paar Mal durch eine mediale Freundin, dass sie gesagt hat, was ist mit den Ballettschuhen, Ich habe nie offiziell Ballett getanzt oder irgendwas in der Art. Ich war mal bei einem Tanzkurs als Kind, das kann ich mich aber nicht erinnern. Und plötzlich aber diese Bewegungen, ach so, da ist ein Teil von mir, der wollte sich immer wie eine Ballerina bewegen, für den ist das vollkommen natürlich. Da drückt sich diese einerseits Weiblichkeit und Grazie und Schönheit und Eleganz, aber auch diese Klarheit und Präsenz und das Zusammenspiel von den polaren Kräften so wunderschön aus. Und durch diese Aktivierung, durch den Raum, aber auch durch Carlos, bin ich einfach so gefestigt aufgewacht heute und auch schon schlafen gegangen gestern in meiner Aufrichtung, Ausrichtung und Kraft und eben Klarheit. Nicht nur Präsenz oder nur Hingabe, sondern plötzlich diese Vereinigung, dieses Zusammenspiel, dieses Yin-Yang in meinem Herz und meiner Körperlichkeit, Geist und Materie vereint. Und das ist einfach so magisch. Und ich bin dann mit diesem Carlos eine Zeit lang in diesem Zustand verblieben. Und dann kam plötzlich energetisch noch ein Pferd dazu. Ein anderes Pferd, was ich auch zweimal reiten durfte. Was im selben Stall steht wie Carlos. Und das kam energetisch rein und hat so wie genickt, so, was ist da los? Es hat erkannt, dass hier gerade was geschieht an Energieerhebung, an Festigung meiner Kraft und Klarheit. Und das kam so rein mit der Energie, so, das will ich auch sehen, ich will auch dabei sein. Also so ein anerkennendes Gesehen werden. Da komme ich gleich noch zum nächsten Teil. Das war für mich alles so pur erhebend und eben auch dieses Gedicht, daran habe ich mich dann erinnert.
Ich glaube, da gibt es noch irgendein weiteres, aber das will ich jetzt gerade nicht raussuchen. Aber auf jeden Fall dieses eine Gedicht mit 19 und ich hatte da keine Ahnung, was das heißt. Ich will in ihre Augen blicken und mein Schicksal finden. Und ich hatte damals auch noch keine Ahnung, dass ich medial veranlagt bin oder begabt bin, hochbegabt und hochsensitiv. Das war mir alles nicht bewusst damals. Damals war es nur dieses, ich struggle, ich kenne mich nicht aus, ich bin falsch, ich will nicht hier sein. Und jetzt, 9 Jahre später, so geführt in diesen Raum und dann kommt dieses Pferd, was, mit dem ich seit 8 Jahren keinen Kontakt hatte und es war nicht mein Pferd, wir hatten nicht die urenge Bindung, sondern ich bin ein paar Mal geritten, habe ein paar Mal Zeit mit ihm verbracht. Und dass der aber in diesem Moment, wo ich so offen und empfänglich bin und war, zu mir kommt, mich aufsucht, mich aktiviert, mich unterstützt, mir hilft in meiner Mission, in meiner Erhebung, in mein nächstes Level, in mein Wohlstandsbewusstsein, in meine höchste Verkörperung. Das ist so berührend. Das ist so berührend und dann bringt er auch noch, da bin ich, Kasper, da bin ich. Immer noch. Das ist so berührend. Ja, ich bin immer noch. Ja. 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 Das ist so berührend gewesen, diese krasse Verbundenheit und das, diese Fügung, wenn man so eingebunden ist und nichts tut dafür, sondern es einfach auf magische Weise, wirklich magische Weise, ja, ich tue auch genug dafür, das stimmt schon, aber ich musste nichts in dem Sinne erzwingen oder außer Natürliches tun, außer das, was eben natürlich für mich war. Und dass dann diese zwei Pferde aufgetaucht sind, eben Carlos und das andere Pferd wie als Begleitung. Und diese Erinnerung an dieses Gedicht, es war, als wären die Puzzleteile so ineinander gekommen und alles an seinen rechten Platz gerückt. Und ich habe plötzlich wieder so viel mehr gesehen, gespürt, gefühlt, erkannt, wer ich hier bin und auch wer ich schon immer war. Und nicht erst, wer ich nach meiner Transformation und nach dem Kundalini-Erwachen und nachdem ich all die Scheiße transformiert habe, ja, gehört auch alles dazu, aber wer ich in meinem Kern und in meiner Essenz immer schon war. Und es geht weiter. Ich hatte dann noch es war doch schon urspät, aber eine magische Nacht. Und dann, als ich im Bett lag und eigentlich schlafen wollte, aber in mir war gerade so viel Energie freigeschalten, also es war wie... Aber trotzdem wusste ich, nein, ich muss es jetzt integrieren, ich möchte jetzt schlafen, ich habe morgen Sachen vor. Und bin aber dann noch in diesem elektrisierten, euphorischen, hellwachen, voll präsenten Zustand wachgelegen. Und dann hat mein inneres Kind gesagt, sie hat gesagt, ich wurde ja gar nicht vergessen. Ich wurde ja gar nicht vergessen. Und das, da stellt es mir gerade die Gänsehaut auf. Ich wurde ja gar nicht vergessen. Denn für die längste Zeit gab es mich nicht in meinem Leben und da wurde ich scheinbar vergessen und habe mich auch selbst vergessen für viele, viele, viele Jahre. Aber vor kurzem kam das nochmal in die Oberfläche, dieses ich bin nur dann vergessen, wenn ich mich selbst vergesse. Denn in Wahrheit bin ich nicht vergessen, aber wenn ich glaube, dass ich vergessen wurde, wenn ich auf mich selbst vergesse oder wenn ich mich selbst nicht erlaube, wenn ich mit meinem Solarplexus, mit meinem Willen, mit meiner Entscheidungskraft, mit meinen Gedanken, mit meiner Persönlichkeit entscheide, dass ich vergessen bin, mich gegen mich entscheide oder der festen Ansicht bin, dass ich vergessen wurde, dann wird mir auch das so gespiegelt werden. Jetzt kam aber diese Erinnerung
Und diese Erkenntnis, und so habe ich in den letzten Wochen, in den Prozessen immer mehr erkannt, wieder dieses Ich, wenn ich mich wähle, wenn ich wirklich mich auf mich besinne in jedem Moment, dann bin ich nicht vergessen. Und da habe ich eben, ich habe es ja auch gepostet, auch einen Brief an mein inneres Kind geschrieben. Aber gestern diese magische Abfolge von Events mit dem Gedicht, mit dem Raum mit den Pferden, mit Carlos Besuch, mit der Aktivierung. Und dann mein inneres Kind, was mir zuflüstert, als ich hellwach und elektrisiert im Bett liege. Ich wurde ja gar nicht vergessen. Mit einem Strahlen in ihren Augen, mit einer Weite, Weichheit und Größe und purem Erkennen, purer Liebe, purer Verbindung zwischen ihr und mir, zwischen mir und mir. Und die Liebe ist geflossen und die Freude ist geflossen. Mein Nervensystem war so viel Energie, so viel Freude. Und diese Veränderung, und damit will ich es dann auch belasten gleich, diese Veränderung heute in der Nacht hat so viel in mir geschiftet, hat meine so einen Teil meiner Weiblichkeit, der so gekränkt und so verletzt und so unterdrückt und vergessen war, wie freigesprengt. Und heute bin ich in einer neuen, gefühlt nie dagewesenen Kraft, Präsenz und Hingabe, Weichheit. Ich bin selbst mein sicherer Raum, klar ausgerichtet. Das göttlich-männliche Prinzip. Aber ich bin auch weich, hingebungsvoll im Fluss. Empfänglich. Präsent. Fließend und das göttlich-weibliche Prinzip. Und plötzlich darf beides sein. Plötzlich gehört beides ganz klar zu mir. Beides dient mir. Beides ist in jedem enthalten. Und beides zusammen in Balance, in bewusster Ausrichtung, in heiliger Verbindung und Gemeinschaft erschafft das Neue. Wenn das ausgerichtet und harmonisch miteinander tanzend, spielend, schwebend, lebend, liebend ist, erschaffst du damit, erschafft sich dadurch daraus das Neue, das Erhebende, Heilende, Wahrhaftige. Und das ist so groß und deswegen, ich bin so beflügelt von dieser Führung, von diesem geführt, gehalten, gesehen, sein und seinen Platz haben in seiner eigenen Essenz, wo man nichts hinzufügen oder wegmachen muss. Und darin aber so gehalten, gesehen, getragen, geführt, geborgen, sicher, beflügelt, ermächtigt, befähigt und getragen zu sein. Das ist einfach ein Gefühl, was ich unbedingt mit euch teilen wollte, musste, möchte. Und ich möchte auch nochmal Carlos danken. Und den Förster möchte, ich habe ihn eh davor schon gefragt, auch nochmal sich zu zeigen energetisch, mit seiner Präsenz nochmal den Raum einzunehmen. Den danken für seine Kraft, für seine Klarheit, für seine Unterstützung, für seine Spiegelung und für das Geschenk, was er mir damit gemacht hat. Und dass er zur Stelle war. Und das vielleicht als Abschlusswort. Genauso magisch, genauso überraschend und wunderschön geführt, wie gestern dieses Pferd aus meiner Vergangenheit über Raum und Zeit kam und mich zu unterstützen, zu erinnern, zu aktivieren. Genauso darfst du vertrauen zu jeder Zeit in deinem Leben, dass wenn du in deiner Essenz ruhst, wenn du empfänglich bist, wenn du deiner eigenen göttlichen Führung folgst und vertraust,
dass du genauso magisch und vielseitig gleich, Kasper, wir sind es wirklich gleich, unterstützt bist, dass du nicht vergessen wurdest, dass du gesehen wirst, dass du gebraucht und gewollt bist, so wie du bist, und dass, wenn du genau in dieser Essenz bist, verweilst und aus deiner klaren Mitte und Präsenz heraus schöpfst, mit beiden Polen im Einklang, dass du damit deine Wunder selbst kreierst und dass du sie verdienst, dass du sie empfangen wirst. Und dass du, ja, das ist mein Abschlusswort jetzt wirklich, dass du nicht vergessen wurdest, dass du nie vergessen bist. Deine Aufgabe ist es, an dich selbst zu denken, für dich zu gehen, an dich zu glauben, dich ernst zu nehmen, dich wahrzunehmen, dich zu lieben, dich zu schätzen, dich zu ehren, dich führen zu lassen und für deine höchste Vision zu gehen, für deinen höchsten Ausdruck, für deine höchste Ekstase, dich wieder daran zu erinnern, wer du bist und zu erkennen, dass du genauso gehalten, gesehen, gebraucht, geliebt und unterstützt wirst. So, tschüss von mir. Ich hoffe, diese Geschichte konnte etwas in dir berühren, weich machen, anklingeln. Und jetzt noch tschüss vom Kasper. Und dann verabschieden wir uns.